Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nerdfallmedizin. Heute geht es um ein ganz spezielles medizinisches Thema, nämlich das Thema Tourniquet. Dazu ist heute wieder der Philipp mit dabei. Hi. Philipp hat sich mit dem Thema im Detail beschäftigt und hat dazu ein Paper veröffentlicht, vor kurzem in der Notfall- und Rettungsmedizin. Es gibt auch noch ein zweites Paper, das wir in den Shownotes verlinken, das sich mit den Tourniquets beschäftigt und kürzlich veröffentlicht worden ist. Und beide kümmern sich so um die Details der Anwendung. Denn man muss sagen, bei uns zum Glück brauchen wir das Tourniquet gar nicht so häufig. Aber Philipp, erklär mal ganz kurz, was ist denn eigentlich das Tourniquet? Das Tourniquet ist eigentlich nur ein Knebel. Also im Endeffekt ist das Tourniquet, hab mal so eins mitgebracht, ja, das ist ein ganz weit verbreitetes, ist das nur eine Möglichkeit, womit man Blut an einer Extremität abbindet. Man könnte also sagen, man könnte auch eine Blutdruckmanschette einfach so lange aufpumpen, bis sie über dem systolischen Blutdruck wäre. Okay, Das würde wahrscheinlich auch das Ziel erfüllen, Oder der aber. heldenhaft der Gürtel. Oder der Gürtel, genau. Aber es gibt eben auch diese Fertigprodukte am Markt. Und die werden momentan sehr propagiert, weil ja auch die taktische Einsatzmedizin momentan im Kommen ist. Wir haben alle Angst vor Terroranschlägen und gerade in solchen Situationen ist das Tourniquet sehr hilfreich. Wie gesagt, ich habe euch hier mal das, ich glaube, am weitesten verbreitete System mitgebracht. Das ist das CAT-System, Combat Application Tourniquet. Wie ist so ein Ding jetzt aufgebaut? Im Endeffekt ist es einfach so eine Schlaufe, die man um den Arm herumlegt. Wie man das macht, werde ich euch gleich zeigen. Und dann kann man damit einen ausreichend hohen Druck aufbauen und halten, um die Blutung zu stillen. Okay, damit sind wir eigentlich schon beim zweiten Punkt, der mich interessiert. Nachdem wir das ja, wenn überhaupt, sehr selten einsetzen oder auch lange Jahre die meisten Rettungsmittel damit gar nicht ausgerüstet waren, in welchen Situationen setzt man es jetzt ein und wo, würdest du sagen, reicht ein normaler Druckverband, wie man es gelernt hat? Genau. Fangen wir ganz einfach an. Also, was sagen eigentlich die Leitlinien dazu, wie man mit einer schweren Extremitätenblutung umgeht? Ganz logische Sache, lernt man auch im Erste-Hilfe-Kurs, das hast du gerade gesagt, der Druckverband hochlagern, abdrücken. Und wenn das nicht reicht und die Blutung ist so nicht zu stoppen, dann würde man immer ein Tourniquet nehmen. Okay. Sprich, ich fasse mal die Einsatzindikation zusammen. Das ist die nicht stillbare schwere Extremitätenblutung. Mit schwer meine ich, dass sie auch potenziell lebensbedrohlich sein kann, also nicht nur der kleine Finger angeritzt ist. Das ist die unerreichbare Extremitätenblutung. Zum Beispiel, einer ist im Auto eingeklemmt, es blutet aus dem Unterschenkel extrem stark. Ihr kommt aber nicht dahin, weil er noch geborgen werden muss. Dann könnte man am Oberschenkel Gerettet. abbinden. Gerettet werden muss. Danke, da ist ja ein großer Unterschied. Grüße an alle Feuerwehrleute. Das wäre also die zweite Indikation. Dann die schwere Extremitätenblutung beim Mann, also zum Beispiel bei einer terroristischen Einsatzlage, weil man da nicht die Zeit hat, bei jedem fertigen Druckverband dann anzuwenden. Und das letzte wäre die schwere Extremitätenblutung zusammen mit einem A-, B- oder C-Problem. Denn dann ist so viel Eile geboten, dass man mit dem Tourniquet schnell sich die Extremitätenblutung aus dem Weg schaffen kann. Das wäre jetzt für mich die Frage, also dramatischer Fall, Motorradfahrer kommt irgendwie blöd an und sagen wir jetzt, der reißt sich einfach den Unterarm ab oder von mir ist sogar ein Teil vom Oberarm, blutet massivst. Wie du sagst, da würde man jetzt nicht mit einem Druckverband beginnen, sondern würde man gleich das Tourniquet anlegen, in dem Moment, wo man glaubt, dass der durch die Blutung oder insgesamt akut vital bedroht ist, damit man das da keine Zeit verliert durch einen Druckverband, der funktioniert dann nicht, dann braucht man, habe ich das Genau. richtig verstanden? Genau, also so ein Patient hätte ja sicherlich auch noch ein A, B oder C-Problem und dann würde man sich einfach mit dem Tourniquet sehr schnell diese Blutung erstmal behandelt wissen und kann dann später schauen, wie schwer ist denn die Blutung wirklich. Ja. Okay, Aber dazu kommen wir noch. genau. Jetzt ist die Frage, wie macht man es eigentlich? Jetzt müssten wir mal deinen Arm nehmen und jetzt Eine hältst du schwere den am besten Blutung mal so. simulieren? Habe hier so ein Benjamin-Blümchen-Pflaster mitgebracht. Und das haben wir auch schon hier auf Martins schwere Extremitätenblutung aufgebracht, als Druckverband. Es hat alles nichts geholfen. Der Martin braucht auf der Stelle ein Tourniquet, weil die Indikationslage stimmt. Wie macht man das jetzt? So ein Tourniquet kann man normalerweise sich vorbereiten. Das lernen die Soldaten ein bisschen genauer. Wir brauchen das in der Zivilmedizin nicht. Wir ziehen einfach die Schlaufe weit auf. Da ist jedes Tourniquet ein bisschen unterschiedlich. Schaut euch also eure Materialien an. Legen das Tourniquet erstmal ganz locker an. Ziehen dann die Schlaufe fest, damit ihr später nicht zu lang kurbeln müsst.
Das funktioniert hier alles mit Klettverschluss. Und dann drehe ich hier zu. Und drehe zu und drehe zu und drehe zu. Und damit wird es immer, ja, wird's immer enger. Jetzt tut es ordentlich weh. Mhm. Ich schaue, blutet die Blutung noch? Und hat Martin distal davon noch einen Puls? Jetzt taste ich keinen radiales Puls mehr. Das Tourniquet liegt ordentlich fest an. Aber Martin, wie fühlt es sich an? Ja, wenn du dann noch eine Umdrehung machst, dann tut schon weh. Also es tut gescheit weh. Das ist der Punkt, worauf wir hinaus wollen. So eine Tourniquet-Anlage, wenn man die gescheit macht, der Druck, das tut richtig kräftig weh und denkt einfach daran, dass der Patient auch eine Analgesie braucht. Mhm. Ja. Was würdest du mir dann geben? Ich würde dir wahrscheinlich beim Traumapatienten entweder Ketamin geben. Ketamin ist ja eines unserer Lieblingsmedikamente. Mhm. Man kann aber sicherlich auch Fentanyl oder so nehmen. Ne? Also was Starkes. Ne? Was Starkes. Also mit Novalgin sollte man nicht keine anfangen. 3 Milligramm Pyrethromid, die dann in 20 Minuten wirken. So. Okay. Martin hat überlebt. Das Gleiche wird man jetzt beim Bein machen. Gut, dass du darauf zu sprechen kommst. Beim Bein hat man oft ein Problem. Denn an welchen Stellen, oder beim Bein ist ja eine ganze Menge Weichteil da. Bein ist viel, viel dicker. Das heißt, wir brauchen beim Bein auch viel mehr Druck, bis wir distal wirklich die Blutung gestillt haben. Man kann zum Beispiel dieses Tourniquet hier doppelt schlaufen. Und da muss man drauf aufpassen. Das ist ein CAT-Tourniquet der 6. Generation. Dass man das dann wirklich doppelt durchzieht am Bein. Schaut euch, wie gesagt, euer Material an. Und was machen wir, wenn ein Tourniquet nicht ausreicht? Dann setzen wir ein zweites dazu, noch näher an den Körperstamm. Und dann sollte es eigentlich ausreichen. Das heißt, ich blute es hier, da liegt das Tourniquet, es blutet weiter, egal wie viel du zudrehst. Und ich habe schon so viel Schmerzen, dass es mir gar nicht mehr wehtut. So viel Schmerzmittel. dann wird es das nächste oberhalb. Ne? Genau. Okay. Und auch da gibt es wieder ein paar Unterschiede in der Anwendung. Also bei einer taktischen Einsatzlage oder bei einer Lage, die wirklich komplett unübersichtlich ist, Manf-Fall zum Beispiel oder das schwere ABC-Problem, da würde man eher sehr proximal das Tourniquet anlegen, wo man bei einer isolierten Extremitätenblutung, die man einfach nicht stoppen kann, ungefähr eine Handbreit stammnah das Tourniquet anlegen würde. Und nicht über Gelenken, nicht über Wundtaschen und nicht, wo Fremdkörper sind. Ich glaube, das ist klar. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es eigentlich eine totale Kontraindikation? Also wenn, sagen wir mal, die Indikation steht, also es eben beim angeritzten Finger macht man es jetzt nicht, aber auch bei der angeritzten Fingerarteriellen Blutung reicht meistens Druck. Aber gibt es irgendwas, wenn man jetzt sagt, eigentlich bräuchte ein Tourniquet, wo man sagt, auf keinen Fall? Nein. Also wenn die Blutung so massiv ist, dass sie wirklich lebensbedrohlich ist, dann braucht der Patient ein Tourniquet oder er braucht zumindest eine Blutstillung. Und da können wir oft im Erstangriff nur mit einem Tourniquet wirklich das erreichen, was wir wollen. Aber du hast vollkommen recht, man sollte eben tatsächlich schauen, steht die Indikation und haben wir wirklich auch versucht, das Ganze suffizient mit Hochlagerung und einem Druckverband auch zum Stehen zu bringen. Wenn er jetzt stabil ist, sonst? Wenn er stabil ist, genau, richtig. Denn was sicherlich falsch ist, Tourniquets kommen gerade in Mode und dann jeden Patienten mit einem Tourniquet in die Notaufnahme reinzufahren, wenn man zu faul war, einen Verband anzulegen, das ist schlecht und dann kann man den Patienten auch schaden. Jetzt wirst du mich ja gleich zu Komplikationen fragen. Und wie sieht das aus mit Komplikationen? Es gibt Komplikationen, sind eher selten, aber sie treten vor allen Dingen dann auf, wenn das Tourniquet länger als 2 Stunden lang liegt. Und dann sprechen wir von Nervenschäden, dann sprechen wir natürlich auch von Ischämie oder Reperfusionsschäden, die da entstehen können. Vor denen brauchen wir keine Sorge zu haben, wenn wir das Ganze mal 30 Minuten angelegt haben, aber über 2 Stunden wird es kritisch und dann sollte man an die Konversion oder an den Chirurgen auch denken. Genau, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Was ist das Tourniquet? Das Tourniquet ist ein Knebel, was dazu geeignet ist, eine arterielle Blutung dadurch zu stoppen, dass dauerhaft ein Druck über dem systolischen Blutdruck angelegt werden kann. Wir legen das Tourniquet immer an bei einer lebensbedrohlichen Extremitätenblutung, die anders nicht gestillt werden kann, oder bei einer Extremitätenblutung, die lebensbedrohlich ist, bei einer Manflage, ABC-Problem oder bei Unerreichbarkeit der Blutung, zum Beispiel Verkehrsunfall. Das Tourniquet sollte nach ungefähr 30 Minuten, normalerweise bei Eintreffen im Schockraum, nochmal reevaluiert werden auf seine korrekte Anlage. Und was wir vielleicht nochmal ganz kurz am Ende Wichtiges erwähnen sollten, natürlich sollte man auch im Einsatzverlauf nach jedem Umlagern, so wie die Tubuslage, auch die Tourniquet-Lage kontrollieren. Mhm. Nicht, dass der Patient im Bergesack zum Beispiel jetzt wieder schwerst aus dem Bein blutet, weil das Tourniquet verrutscht ist oder sich geöffnet hat. Mhm. Okay. Mir fällt noch ein, gibt es den Leuten ordentlich Schmerzmittel? Das tut nämlich weh. Danke. Und das war's schon.
Wir freuen uns auf eure Kommentare. Was sagt ihr dazu? Habt ihr schon mal Tourniquet verwendet? Wenn ja, in welcher Situation? War das einfach schwierig? Waren alle damit überfordert oder eigentlich ganz happy, dass es dann funktioniert hat? Die Shownotes, das, was wir gerade besprochen haben, findet ihr auf unserer Webseite. Kommentare, Likes, Kritik und so weiter über alle Social-Media-Kanäle. Und ja, damit ciao und bis bald bei Nerdfallmedizin. Schönen Abend euch. Ciao.